Warum ist denn das autonome Nervensystem, also der Körper, so wichtig? Was macht das autonome Nervensystem? Das autonome Nervensystem, das steuert unsere Körpervorgänge, ja. Das entscheidet, ob körperliche Ressourcen uns zur Verfügung stehen oder nicht, ob sie hochgefahren werden oder nicht, ja. Also es hat immer was mit unserer Erregung zu tun, ob unsere Erregung hochfährt oder nicht, ja. Also das steuert zum Beispiel so Körpervorgänge wie den Herzschlag und die Atmung, ja. Und bestimmt dadurch natürlich unseren körperlichen Zustand, ja. Ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, dass ihr euch anders fühlt, wenn ihr einen erhöhten Herzschlag habt, ja. Dann werdet ihr andere Gefühle haben, andere Gedanken. Ihr werdet die Welt anders wahrnehmen mit einem erhöhten Herzschlag als mit einem niedrigen Herzschlag, ja. Das heißt, dass diese autonomen Zustände, die das autonome Nervensystem für uns herbeiführt, ganz maßgeblich dafür verantwortlich sind, wie wir letztendlich die Welt wahrnehmen und wie wir dann durch diese Wahrnehmung auch unser Leben gestalten. Das ist mir ganz wichtig, hier rüberzubringen, dass das autonome Nervensystem und die Zustände des autonomen Nervensystems die Basis ist, auf dem sich im Prinzip alles aufbaut, weil die unsere Wahrnehmung eigentlich verändern, im Grunde genommen verändern oder modulieren, ja. Und beim autonomen Nervensystem ist es ja auch, ist es wichtig zu wissen, dass das selbstständig arbeitet, eben autonom. Das heißt, es wartet nicht auf irgendwelche Befehle vom Kopf her, ja, vom präfrontalen Kortex, also von dem Teil, mit dem wir uns, ja, wo unser bewusstes Denken liegt, ja, wird dann demnach unsere körperlichen Zustände verändern, modulieren. Nein, das macht es ganz selbstständig, also auf einer Ebene, ohne praktisch den Kopf, ja. Also es nimmt Reize wahr und wird dementsprechend unseren autonomen Zustand bestimmen. Also, unsere autonomen Zustände sind also sehr wichtig, wie wir uns letztendlich fühlen, wie wir die Welt wahrnehmen. Und sind die absolute Basis. Und die sollten wir natürlich beachten, diese Basis. Und ja, die ist, wie gesagt, eher unbewusst, weil wir natürlich, wenn wir nicht davon wissen, das gar nicht beobachten können, ja. Wenn wir erfahren sind, zum Beispiel mit dem Beobachten von Gefühlen und von Gedanken, ja, dann können wir da eine Bewusstheit reinlegen. Aber wenn wir nichts von autonomen Zuständen wissen, dann können wir natürlich da auch keine Bewusstheit hinschicken. Aber wenn wir diese Information kriegen, dass es diese autonomen Zustände gibt, dann lässt sich natürlich ganz anders die Bewusstheit dahin lenken. Okay, gehen wir mal jetzt vom Groben ein wenig mehr ins Detail, indem ich euch diese autonomen Zustände erklären möchte. Und zwar habe ich dafür Kerzen vorbereitet, ja, weil ich einfach keine handgeschriebene Grafik machen wollte, weil das immer so ein bisschen blöd aussieht und genau, mit dem Computer bin ich da nicht so gut, habe da gar keine Lust da, irgendwelche Sachen am Computer zu machen. Deswegen habe ich hier Kerzen und erkläre es euch damit. Ich hoffe, es klappt. Genau. Das ist der Zustand, ja, des ventralen Vagus. Merkt euch einfach den Namen ventraler Vagus oder aber auch sozialer Vagus genannt. Wir benutzen einfach mal den Begriff des ventralen Vagus. Und merkt euch die Farbe, das ist das Grün, ja. Und in diesem Zustand, ganz wichtig, befinden wir uns erstmal in Sicherheit. Also unser autonomes Nervensystem hat so einen Scanner, der im Prinzip immer schaut, ja, wie die Umgebung ist und ob wir uns in Sicherheit oder nicht befinden. Und das, wie gesagt, selbstständig, ohne unser Denken. Und wenn dem so ist, dann kommen wir in diesen Zustand und eigentlich sollten wir grundlegend in diesem Zustand sein, weil wir keine Fressfeinde haben, sodass wir uns nicht in Gefahr befinden. Oder auch, ja, kein Krieg. Wir befinden uns im Grunde genommen nicht in Lebensgefahr, sondern in Sicherheit. Und wenn wir das tun, müssten wir hier in dem grünen Bereich sein. In diesem grünen Bereich steht uns eigentlich alles zur Verfügung, ja?
wir können uns hier entspannen, wir können aber auch produktiv sein, wir können lernen, wir können miteinander kommunizieren, ja. Also da ist eine ganz große Bandbreite an Verhaltensweisen, die uns zur Verfügung stehen, ja. Und da können auch die zwei Gegenspieler, Parasympathikus und Sympathikus, ja, also die stehen sich direkt gegenüber, Parasympathikus und Sympathikus. Sympathikus ist nicht der Zustand, Sympathikus ist der Teil, der praktisch die Erregung ein Stück weit hochfährt, der aktive Teil. Und der Parasympathikus ist der passive Teil, der ruhende Teil, der die Erregung ein Stückchen runterfährt. Und wir brauchen ständig diese zwei Pole als Gegenspieler, ja? Oder man könnte auch so eine Acht zeichnen und an den jeweiligen Punkten ist der Sympathikus und der Parasympathikus. Und die müssen die ganze Zeit, sollten die ganze Zeit in einem schönen Wechselspiel sein, sodass unser Nervensystem reguliert ist und wir ein gesundes und erfülltes Leben führen können. Und um das euch an einem ganz simplen Beispiel zu erklären, dass der Sympathikus und der Parasympathikus, die sind sozusagen auch die Gegenspieler, zum Beispiel in der Atmung, ja? Also beim Einatmen, da fährt der Sympathikus hoch, ja? Und beschleunigt unseren Herzschlag, ja? Also der ist immer derjenige, der die Körpervorgänge eher hochfährt. Und beim Ausatmen wird unser Herzschlag verlangsamt, ja? Also der ist sogar bei die ganze Zeit, während wir atmen, ist da dieses Wechselspiel, ja? Und das nennt sich auch Herzratenvariabilität. Das habe ich in einem anderen Video erwähnt. Also wenn ihr ein gesundes Nervensystem habt, dann läuft das so ab, dass der Herzschlag sich erhöht, Sympathikus, und der Herzschlag sich erniedrigt, niedriger wird, keine Ahnung, im Parasympathikus, beim Ausatmen. Und auch in Gesprächen, zum Beispiel in einem guten Gespräch, die Balance von Sympathikus und Parasympathikus wichtig. Also beim Sprechen, ja, werdet ihr aktiviert, ja, sodass ihr eure Gedanken zusammenbringen könnt und mit einer gewissen Leidenschaft erzählen könnt, ja. Und dann, wenn ihr wiederum zuhört, geht ihr in die Passivität, müsst ihr die Erregung wieder ein wenig runterfahren, also in den Parasympathikus, um zuzuhören. Also für ein gutes Gespräch ist die Basis ein reguliertes Nervensystem, ja? Also dieses Wechselspiel. Genau. Und in dem Zustand des ventralen Vagus läuft es genau so wunderschön ab, dass da dieses Wechselspiel ist, ja? Wir haben aber natürlich noch andere Zustände. Wir haben natürlich neben dem ausgeglichenen Zustand zwei, ja, weniger ausgeglichene Zustände. Einmal den Sympathikus, ja, und einmal den dorsalen Vagus. Und bitte nicht daran stören, dass der jetzt Sympathikus heißt. Und ich auch gerade vom Wechselspiel des Sympathikus und Parasympathikus erzählt habe. Einfach ignorieren. Ich will da nicht in diese Verwirrung reingehen. Weil das eine ist natürlich Sympathikus und Parasympathikus als Gegenspieler und das andere sind Systeme, die sich praktisch so nennen. Egal, ich bin jetzt doch reingegangen. Ich hoffe, ihr versteht das auch einfach so. Die anderen beiden Zustände sind der Sympathikus und der dorsale Vagus. Und das sind zwei Zustände im Gegensatz zum ventralen Vagus, Zustände sind, die in Gefahr aktiviert werden, ja. Also bei dem einen, bei dem Grünen, ja, fühlen wir uns sicher. Und bei diesen zwei Zuständen fühlen wir uns in Gefahr oder befinden wir uns in Gefahr. Und nochmal, das ist keine Feststellung vom Kopf, sondern das ist einfach eine Wahrnehmung des autonomen Nervensystems. Es trifft diese Wahrnehmung sehr schnell.
Und in jeder Situation hat es eine Bewertung, ob das nun Sicherheit oder Gefahr ist. So, und kommen wir mal zu dem Zustand des Sympathikus. Dieser Zustand ist dafür da, dass wenn wir uns in Gefahr befinden, dass wir all unsere Kräfte mobilisieren können, um dieser Gefahr entweder zu entkommen, also um entweder zu fliehen oder natürlich zu kämpfen. Ja? Also unsere Muskeln werden aktiviert, ja? Unser Herzschlag geht hoch, unsere Atmung beschleunigt sich, alle Körperressourcen sind darauf ausgelegt, etwas zu tun, uns zu mobilisieren, um eben zu kämpfen oder zu flüchten. Ja? Dafür ist dieser Zustand da. Wenn jedoch die Gefahr so groß ist, oder es ausweglos ist, dieser Gefahr zu begegnen durch Kampf oder Flucht, dann kommt der dorsale Vagus. Und darin passiert genau das Gegenteil. Hier fahren wir all unsere Kräfte hoch, unsere Erregung und unsere Körpersysteme hoch. Und hier wiederum ist die andere Strategie, dass wir all unsere Erregung und all unsere Körpersysteme runterfahren. Sogar in einen Shutdown gehen können. Ja? Zum einen, um uns totzustellen und so eventuell Chancen zu haben. Und auch, um unser Leben zu dämpfen, also dass wir keinen Schmerz mehr empfinden, dass wir praktisch die Situation, das Schlimme an dieser Gefahr nicht mehr so stark erleben. Also es hat eine betäubende Wirkung. Also hier fährt alles runter, betäubend, hier fährt alles hoch. Ja? Das sind die zwei Systeme, die bei Gefahr ausgelöst werden. Und ihr seht, das sind ja auch praktisch wie wieder Gegenspieler, ne? Aber auf eine andere Art, hier in eine Gefahrensituation. Hier, in dem, können Sympathikus und Parasympathikus ganz schön miteinander schwingen. Und hier, das schwingt gar nichts, da ist einfach ja, Alarmbereitschaft und man ist starr in diesen Mustern. Ja? Also wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist es sehr wichtig, in welchen autonomen Zuständen wir uns befinden, denn die bestimmen ja auch dann, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Und was für Gefühle wir dann entwickeln, was für Gedanken wir haben und welche Verhaltensweisen wir dann an den Tag legen. Wenn wir in diesem Zustand drin sind, ja, dann sind wir, also in dem Zustand der Untererregung, dann sind wir grundlegend von uns selber abgeschnitten. Dann können wir unsere Gefühle nicht mehr so gut wahrnehmen, unsere Bedürfnisse nicht gut wahrnehmen, nicht in unsere Handlungskraft kommen. Und ja, grundlegend könnte man sagen, sind wir von unserer Lebenskraft abgeschnitten in diesem Zustand, weil da fährt ja alles runter. Natürlich sind wir dann abgeschnitten von unserer Lebenskraft und wenn wir vorwiegend in diesem Zustand sind, dann formt sich halt dementsprechend unser Leben. Und genauso ungünstig ist es, in diesem Zustand zu sein, ja, in dem Zustand der Übererregung, denn auch das verzerrt natürlich unsere Wahrnehmung der Realität. Und zwar neigen wir dazu Überreaktion. Natürlich, wenn alles in uns aktiviert ist, reagieren wir auch stärker auf Sachen, wo eigentlich eine mildere Reaktion angebracht wäre. Zum Beispiel eben auf Herausforderungen des Lebens mit starkem Stress, ja? Der dann auch nicht uns im Prinzip gar nicht weiterhilft, die zu bewältigen, weil das dann einfach ja, ein eigenes Problem kreiert, der starke Stress. Oder in zwischenmenschlichen Beziehungen reagieren wir stärker auf irgendwelche Aussagen von anderen Menschen, fühlen uns da schneller angegriffen und so weiter. Also auch da sind die Reaktionsweisen dann wiederum ungünstig. Und ja, diese zwei Zustände sind nichts fürs gute Leben. Das Problem aber eben ist ja, dass beim Entwicklungstrauma wir uns viel in diesen Zuständen bewegen. Ja? Und weniger in diesem Zustand, wo eigentlich alles uns unverzerrt zur Verfügung steht sozusagen. Und ich baue euch das mal hier auf. Hier unten, ja, kann man das sehen, ja. Das ist die Untererregung. Hier ist der gute Zustand, ja. Der grüne Bereich.
Und hier ist die Übererregung, ja? So, mein Türmchen. Und das, da wollen wir uns befinden. Und natürlich passiert es auch da natürlich, wie ich gesagt habe, hier haben wir die Gegenspieler Sympathikus, Parasympathikus, dass wir immer, dass wir natürlich ein Stück weit in der Erregung gehen und dann wieder runtergehen und so weiter. Bei Entwicklungstrauma ist es so, dass unser Toleranzfenster schmaler ist, ja? Das heißt, hier, ich drehe die Kerze mal um, dadurch wird es jetzt schmaler. Dadurch geraten wir schneller bei Erregung in diesen ungünstigen Zustand. Also wir, da ist eine Erregung, ja, zum Beispiel ausgelöst dadurch, dass wir in die Handlung gehen müssen, weil wir ein Projekt zum Beispiel angehen wollen. Und unser Nervensystem ist eben so dysreguliert, dass wir dann zu sehr in den Stress gehen, sodass wir rüber in diesen Zustand rutschen. Oder wiederum, wir rutschen zu schnell in diesen Zustand, ja, indem wir einfach schnell in so einen unterregulierten Zustand gehen und uns handlungsunfähig und unmotiviert fühlen, ja, um das mal so plakativ auszudrücken. Also es geht im Prinzip um dieses Toleranzfenster, ja, wie groß das ist. Wie groß unser Toleranzfenster ist, ja. Und je größer das ist, desto eher können wir im ventralen Vagus bleiben. Und wenn das klein ist, und das ist bei Entwicklungstrauma der Fall, da ist das Toleranzfenster relativ klein. Und dann tendieren wir, in diese Zustände zu rutschen, wo uns dann natürlich, wo wir dann blöde Gedanken und blöde Gefühle entwickeln, die uns nicht dienlich sind, ja. Und die dann leider unser Leben bestimmen und dadurch werden wir unglücklich und ja, dann entsteht sozusagen das Leid. Und es ist absurd, denn diese Zustände sind für Gefahr da, ne? Und nicht für, ja, das Leben eigentlich in Sicherheit. Genau. Und die Frage ist natürlich, warum das so ist. Warum wir uns mehr in diesen Zuständen befinden, in diesen, ja, Gefahrenzuständen. Und warum unser Toleranzfenster so klein ist, wenn wir ein Entwicklungstrauma haben. Und ich glaube aber, an dieser Stelle mache ich jetzt meinen Cut und packe das noch in ein anderes Video, um euch das nochmal in Ruhe zu erklären. Und ja, dann bereite ich mir das nächste vor. Ciao!